Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Witcher 3. Und ein Abo und ein Daumen nach oben natürlich, wie immer, umsonst würde mich mega freuen. So, denn der Schätzung scheinen solltet. Plötze, mein gutes Pferd. Wir müssen zum Baron und wir müssen auch mal unsere Ausrüstung reparieren. Plätze. In baldiger Zeit. Aber erstmal gehen wir zum Baron jetzt endlich. Da ist die Burg. Ich habe sie euch extra nicht gezeigt im letzten Part. Und vielleicht sollten wir das Schwert mal wegstecken. Beweg dich. Kommt nicht so gut an bei den Leuten, wenn wir damit ein Schwert einreiben. Die Brücke sieht nicht ganz koscher aus. Sieht eher so ein bisschen kaputt aus, wenn ich ehrlich bin. Krähenfels hieß die Brücke. Gut, gut. Mit einem Krug Apfelwein oder etwas Quark. Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Oh, ich bin versucht. Zeig mir deine Waren. Aber nein. Wobei hatte ja noch. Oh, Satteltasche. Die holen wir sofort. Religion und Leben, das lesen wir mal eben kurz. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das Buch schon hatten. Das hat mir nicht angezeigt hier. Okay, wir wissen mal, wie das Buch hieß. Müssen wir das über... Ich glaube, wir müssen das erst über das Inventar lesen. Ach, sogar ein Questbuch. Ach, sollen wir unser Leben der Religion widmen oder die Religion so auffassen, dass sie dem Leben dient? Es gibt so viele Schulen wie Philosophen, so viele Geschichten wie Menschen, ganz zu schweigen von Elfen, Zwergen, Halblingen, Gnomen und all den anderen vernunftbegabten Kreaturen, die Erfahrung mit seelischen Zwickmühlen haben. Ich, der ich nun über 120 Jahre überlebt habe, Wodka und Radieschen wirken Wunder. Niemand lasse sich da etwas anderes erzählen, kann zuverlässig bekräftigen, dass es ausgeschlossen ist, jeden gleichermaßen zufriedenzustellen. Was dem einen zusagt, lässt den anderen Ach und Weh schreien und einen dritten zum Messer greifen, da es von seiner bekannten kleinen Welt um Haaresbreite abweicht. Was also sollen wir tun? Wie sollen wir leben? Nun, ganz nach Wunsch, so wie es unsere Seele frommt. Und das Geblöke der Philosophen und Ethiker ignorieren wir. Auch das in diesem Folianten, wie wir Legenden und Ammenmärchen ignorieren. Was ist ein Questgegenstand? Ich bin gespannt. So, ich wollte was verkaufen. Das wollte ich auch noch tun. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Ja, ja. Erstmal verkaufen wir noch eben. Zeig mir deine Waren. Dann überlege ich, ob wir Gewinn spielen. Vielleicht ist der ja ein bisschen einfacher zu besiegen. So. Hat er noch irgendwas anderes Gutes dabei? Nee, ne? Nur Essen und so Sachen. Ja gut, Alkohol ist immer gut. Nee, ja, passt schon. Wir machen einfach nochmal einen Einsatz. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. So, dann wollen wir mal schauen. Extrem dichter Nebel, war nochmal was? Das war gegen... Fernkämpfer, da müsste ich einmal eine Fernkämpfer rausnehmen aus dem Set. Das lohnt sich als Taktik jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin.
die Effekte zu entfernen, könnte interessant sein. Kommt darauf an, wie er spielt, ne? Gut, wir können natürlich auch versuchen, ein Scoia'tael-Set zu spielen, aber da haben wir auch nicht genug Karten, ne? Nee. Ich habe auch noch nicht genug Karten. Nee. Wir müssen weiter mit den nördlichen Königreichen spielen, leider. Oh. Die Hornkarte ist gut. Die ist sehr gut. Okay. Fernkämpfer ist nicht so gut, wenn wir die wegmachen eigentlich, weil... Wir nehmen die mal weg. Das gefällt mir schon besser. Das ist Nahkämpfer, oder? Ja, perfekt. Nahkämpfer haben wir kaum welche. Ja gut, mein Freund, das gleiche tue ich auch mit dir, mein Freund. Das ist nicht gut, dass der jetzt auch Fernkämpfer setzt. Okay. Wobei? Mal gucken, weil es passt. Okay, er versaut seine Karten. Wunderbar. Er haut seine Karten raus. Er will unbedingt die erste Runde gewinnen. Ja, meinetwegen. Aber du hast keine Karten mehr. Du hast noch eine Karte, mein Freund. Ich hab gewonnen! Gut, er hat jetzt eine Karte gezogen, aber... Super. Ich kann auch mit einer einzigen Karte gewinnen. Okay, er kann zwei Karten. Er kriegt zwei Karten. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht passen. Ich muss schauen, was er macht. Was er hat. Okay, der Gegner passt. Das ist sehr gut. Jetzt hat er wieder zwei Karten bekommen. Boah, das war ein krasser Move, aber das kann ich auch, mein Freund. Oh nee, Gleichstand. Ich verliere aber... Ist das, dass wir... Oh,
Wunderbar. Er hat mehr Schaden in der Belagerung als ich. Das heißt, ich verliere weniger als er. Insgesamt. Ja. Da passen wir. Gewonnen! Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. War das ein Festmahl? Hat er keine Angst, wenn der Baron erfährt, dass jemand Schweinefraß stiehlt? Warum so eilig? Wenn ein Mann feierlich gegen eine Backverstößt... Bist du still, Tor? Beweg dich! Ich komme gar nicht zu Atem. Vielleicht hat mich Netz genau... Kochst du dich? Ob wir hier was klauen? War gar nicht so schlecht, was wir hier klauen konnten, immerhin. Halt! Wer ist da? Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst da. Ist nicht lange her. Ich dachte, du solltest brav deinen eigenen Weg gehen. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Öffnet das Tor! Feldwebel! Ardal! Der Hexer will den Baron sehen! Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Ich sehe, dass du ein weitgereister Mann bist. Also sag mir... Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen Würde. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich bin... Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Hm. Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen. Meinetwegen. Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Voltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temerier kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht?
Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Ich bin nicht gekommen, um über die Landschaft zu reden. Da machst du einen Fehler. Du bist ganz offensichtlich gerade erst angekommen. Die örtlichen Sümpfe und Moore sind wirklich sehr interessant. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Was soll das heißen? Drohst du mir? Oh, du bist nicht so schlau, wie ich dachte. Nein, ich drohe dir nicht. Ich sag's frei heraus. Ich weiß, wen du suchst. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Das war knapp. Ich muss hier weg. Und ja, wir spielen nun Ciri. Schöne Welpe! Los! Sie braucht Hilfe. Runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Erzähl mir doch, wo du wohnst. In Lindenthal. Da wird man deine Wunden versorgen. Keine schlechte Idee. Komm. Ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. So. Wölfe! Schnell, versteck dich! Ah!
kommen. Mann, hast du Mut! Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Na ja, gut. Welcher Vater? Der Ziehvater? Schau der mal. Ja. Da ist etwas. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh, Brust zerschmettert. Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber... Aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbarn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. So, kurz die Zutaten sammeln. Ich weiß nicht, ob die anderen Zutaten am Anfang des Gebiets waren. Aber ich sehe jetzt gerade leider nichts mehr hier in der Nähe. Aber noch einer. Du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Vielleicht. Vielleicht wird er wütend sein. Das kann durchaus sein. Aber vielleicht ist mir das auch egal. Vielleicht werde ich den Wolfskönig auch einfach töten. Möglicherweise. Bei Werwölfe sind, glaube ich, nicht komplett... Also das sind jetzt nicht Schicken Wesen, Eltern die... Ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Das sind schon bewusste Wesen. Manchmal geht...
So, jetzt hab ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Durch welche Höhle? Da unten die, okay. Doch, doch. Ich sehe sie. Diese Höhle hier. Ich glaube, die Sachen, die wir einsammeln, ich glaube, die kriegt nachher Geralt. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Hast du es aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Wählen, nördliches Temerien, einige Stunden später. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt! Ich kenne doch mein Kind! Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und?
Das erzähle ich dir ein andermal. Nein, du erzählst es mir jetzt. Los. Diese Schärfe. Hüte deine Zunge, Hexer. Wir sollten uns doch einigen, oder nicht? Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Aber, meine lieben Freunde, was wir da herausfinden, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer was Besseres eurem Leben. Euer Potato Man verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.